Was ist denn, Holmes? Für Leute, welche die Kunst um ihrer selbst willen lieben, wird sie oftmals gerade durch kleine, scheinbar gänzlich unwichtige, nebensächliche Details zu einer Quelle des größten Vergnügens. Hm? Ja, wenn Sie es sagen, Holmes. Nun konnte ich mit Genugtuung beobachten, Watson, dass Sie diese Wahrheit insoweit begriffen haben, als Sie bei den kleinen Berichten, die Sie freundlicherweise aufzeichnen und, wie ich feststellen muss, auch gelegentlich ausschmücken, sehr richtig die Möglichkeit nutzen, nicht an Sensationsfällen, in welchen ich eine Rolle spielte, meine Methode zu demonstrieren, sondern an eher trivialen Vorkommnissen Deduktion und logische Synthese zu zeigen, die ich zu meinem Spezialgebiet gemacht habe. Nett von Ihnen, das zu sagen, Holmes. Es ist aber doch nicht richtig. Nein, es ist ein Fehler. Sie verleihen Ihren Erzählungen zu viel Farbe und Lebendigkeit, doch Sie sollten sich aller überflüssigen Schnörkel enthalten und immer nur das Wesentliche, den zwingenden Schluss von der Ursache zur Wirkung auf den Punkt bringen, nichts weiter. Also, Holmes, dass ich Ihre Verdienste gering schätze, können Sie mir nun wahrlich nicht vorwerfen. Ich glaube, ich bin Ihnen in jedem Betracht gerecht geworden. Nein, 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 nein. Es geht hier weder um Selbstsucht noch Eitelkeit. Ich erwarte nicht Würdigung meiner Person, sondern meiner Kunst. Verbrechen ist häufig, Logik ist rar. Sie sollten mehr bei kostbarer Logik und weniger bei alltäglichen Verbrechen verweilen. Und was machen Sie? Sie degradieren eine Folge von Lehrbeispielen zu einer Serie von Schauergeschichten. Wirklich, Holmes, ich kann nicht glauben, dass mein armes Geschreibsel das verdient. Doch immerhin hat es Ihren Namen weithin bekannt gemacht, nicht wahr? Ach, mein lieber guter Freund, was schert sich denn schon das Publikum? Das große, unachtsame Publikum, das kaum einen Setzer an seinem Daumen oder einen Weber an seinem Zahn erkennt, um die feineren Schattierungen von Analyse und Deduktion. Aber wenn sie trivial sind, wer will's ihnen verdenken? Die Tage der großen Fälle sind dahin. Ja, Watson. Der Mensch, zumindest der verbrecherische Mensch, hat eben heute weder Unternehmungsgeist noch Originalität. Nein, so ist es nicht. Ich fürchte doch. Und was meine Praxis betrifft, sie ist degeneriert zu einer Agentur für das Auffinden verlorener Bleistifte und zur Beratung junger Damen aus Mädchenpensionaten. Aber, teurer Freund, ich bitte Sie um alles in der Welt. Wie können Sie so reden? Nein, nein, ich bin auf der untersten Stufe. Beschönigungen helfen mir nicht. Hier dieses Ansuchen, Watson, markiert wohl den absoluten Tiefpunkt. Gott im Himmel, was ist das für ein Brief? Lesen Sie.